Lena Meyer-Landrut gibt alles bei einem neuen Shooting, inklusive laszivem Blick. Ihre Fans sind aus dem Häuschen. Update vom 22. März 2019. Inzwischen hat Lena Meyer-Landrut zwei weitere Bilder auf ihrem eigenen Account gepostet, die offenbar ebenso aus dem Tuschshooting von Fotograf Armin Morbach stammen. Lasziver Blick, durchsichtiges Oberteil, das sind ideale Voraussetzungen, um die Fans so richtig verrückt zu machen. Entsprechend fallen die Reaktionen aus OMG, du bist so unglaublich hübsch, OMGG, just a Angel, Bild hübsch, sexy, man kann dich regelrecht fühlen. Du bist so wunderschön, Schmacht, einfach nur wow, so nur einige der begeisterten Kommentare. Lena Meyer-Landrut in transparentem Till und hautfarbener Unterwäsche, neue Wow-Aufnahmen-Update vom 21. März 2019, ihr Blick ist herausfordernd und einladend. Lena Meyer-Landrut präsentiert ihr Gesicht in einem goldenen Käfig. Das Metall schwingt sich einerseits wie ein Diadem um ihren Kopf, eine goldene Strebe zieht sich aber über ihre Nase hinab und über den Mund, der, leicht geöffnet, zu einem nicht erfüllbaren Kuss einzuladen scheint. Love, 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 kommentiert Lena ihren verführerischen Auftritt und verweist dabei auf das Tuschmagazine, für das sie nicht nur das Metall angelegt hat, sondern sich auch in nudefarbener Unterwäsche und in durchsichtigem Tüll lasziv vor der Kamera regelt. Auf ihrem eigenen Profil zeigt Lena nur ihr Gesicht, hinter goldener Strebe. Neben Komplimenten wie, du bist die Schönste, kommentieren die Fans Lena Meyer-Landruts Post aber auch mit Anmerkungen wie, was essen ist wohl schwierig, und, falls dich jemand auf den Mund küssen wollte, hast du dem gleich einen Riegel vorgeschoben. Lena Meyer-Landrut bietet eine sinnlich-optische Verführung-Update vom 16. März 2019, häppchenweise versorgte Lena Meyer-Landrut ihre Fans schon seit Tagen mit optischen Sahnestückchen aus ihrem neuen Video, jetzt gibt's den ganzen Kuchen, Lenas Video zur neuen Single Don't Lie to Me, ungewöhnlich gemacht durch Hochformat, Handyoptik und ein Genuss für alle, die ihren Star gerne etwas näher betrachten möchten. Lena lässt darin keine Spielart der sinnlich-optischen Verführung aus. Sie regelt sich auf der Bettdecke, tänzelt im knappen Kleidchen durch den Wind, präsentiert sich im Badezimmer nur in Einlagen gehüllt und springt am Ende im mega knappen und neongrünen Bikini in einen Pool. Nahaufnahme auf ihr kaum bedecktes Hinterteil. Das Ende des Videos allerdings ist weniger sinnlich, Lena kotzt ins Klo, Lenas Statement zu ihrem neuen Song, es geht darum, aus seinen Fehlern zu lernen. Und das muss man auch den Menschen um einen herum zugestehen. Niemand ist perfekt. Man kann nicht die ganze Welt verändern, aber man kann bei sich selbst anfangen und seine Denkweise ändern. Hier gibt's das neue Lena-Video zu sehen. Lena Meyer-Landrut bei diesem Bikini-Foto wird mehr offenbarer als verdeckt. Very Hot, Update vom 15. März 2019. Die funkelnigelnagelneue Single von Lena Meyer-Landrut ist da. Don't Lie to Me heißt das gute Stück, das am Freitag erschienen ist. Und auch bei den Streaming-Plattformen wie Spotify zu bestaunen ist. Lena hatte ihre Fans schon vorher darauf heiß gemacht, unter anderem mit Klatschnassaufnahmen aus dem Pool, die an ihre alten oben ohne Fotos erinnerten. Am Tag der Veröffentlichung legte Lena nun via Instagram nach. Und wie, out now, schreibt sie in einem Instagram-Post, der für die neue Single trommelt. Und natürlich wandern die Augen der Fans sogleich auf ihr Outfit beim passenden Foto. Ein neongrüner Bikini, der beinahe mehr freigibt, als er verhüllt. Neben viel Lob für die neue Single, einer der schönsten Songs, die es gibt, setzt es auch Schwärmereien für Lenas Anblick. Ein Traum von Frau, heißt es, und This is Fire, Girl, Hammerfrau, wow, bildhübsch und very hot, ein Follower. Zeigt sich etwas kreativer, wenn's darum geht, Lena Meyer-Landrut zu bezirzen, ich wünsche mir jetzt auch einen Pool im Garten, Bagatte, gibt es das Foto auch ohne die Schrift, will ein weiterer wissen. Und ein anderer ist begeistert vom Bikini, absolut deine Farbe.
Obwohl du wärst sogar in NEM Müllsack hübsch, Lena Meyer-Landrut liefert gewagten Songtitel auf dem neuen Album Update vom 13. März 2019, aufgepasst, wissen Sie noch, womit Lena Meyer-Landrut ihren Promi-Status erlangte? Und klingelt's. Genau die 27-Jährige wurde durch ihre Musik bekannt. Allerdings ist es fast schon genauso lange her, dass die Sängerin ihre Fans mit einem neuen Album verzückte, doch im April 2019 ist es endlich wieder soweit, dann gibt es Lena wieder für die Ohren und eben nicht nur fürs Auge. Schon vorab hat die Songwriterin die einzelnen Titel ihrer Lieder veröffentlicht. Ein Track sticht dabei sofort hervor, denn der Titel ist nicht ganz koscher, so, und wer das Album jetzt vorbestellen will, weil er gelesen hat, dass ein Track Sex in the Morning heißt, hier kannst du swipen und das Ding kaufen, plaudert die ESC-Gewinnerin mit einem Zwinkern ihre Marketingstrategie Sex Sells in ihrer Instagram-Story aus. Dafür hätte vermutlich auch ein Blick auf Lenas sonstige Instagram-Aktivitäten gereicht, wie Sex in the Morning klingt und ob es nicht nur in dem Titel, sondern auch im Text wirklich um die körperliche Aktivität in den frühen Tagesstunden geht, wissen wir noch nicht. Ihr Image als freizügige Musikerin zelebriert die 27-Jährige nur allzu gerne. Doch so mancher ungewollter Fauxpas unterläuft selbst ihr. Sehe-Update vom 7. März, Lena Meyer-Landrut Busenblitzer bei Sängerin, ist ihr das nicht aufgefallen? Update vom 7. März 2019, klar, heiße Fotos postet Lena Meyer-Landrut gerne und oft. Aber dass man so viel zu sehen kriegt, ist dann doch nicht normal. Und ihr möglicherweise auch nicht aufgefallen bei all dem Instagram-Dauerfeuer, mit dem sie ihre Fans so versorgt. Vor allem über die Stories. Genau dort ist ihr nun auch ein Busenblitzer unterlaufen. Lena zeigte mehr, als sie vermutlich wollte, passiert ist's bei der Kleideranprobe. Das ganze Ausmaß sehen Sie hier im Video. Ganz sicher gewollt hingegen war das Foto unten. Und der passende Spruch dazu, wenn eine Aufzugtür sich schließt, öffnet sich eine andere mit einem Ping, so der schöne Satz von Lena. Die Fans begeistert nicht nur das, sondern auch ihr Outfit. In einem hellen Nadelstreifen-Zweiteiler und mit hingeleckter Frisur zeigt sich Lena Meyer-Landrut und vor allem am Hintern wird's sehr hübscher Hintern, süßer Po, nice Butt und dieses Outfit steht dir einfach super, lauten entsprechende Reaktionen der Follower und obwohl sie knackig geschnitten sind, wirken die Klamotten nicht billig, finden die Fans, wow, super elegant und very classy. Dazu gibt's noch die alte Weisheit, Längsstreifen machen schlank. Als ob Lena das nötig hätte, Lena Meyer-Landrut in heißer Netzcorsage, Fans begeistert Update vom 1. März 2019, neuer Tag. Neue Lena-Bilder. Der Sängerin scheint es offensichtlich Spaß zu machen, ihre Fans fast täglich mit Wow-Schnappschüssen zu versorgen. Diesmal zeigt sich die 27-Jährige auf Instagram in einer sexy Corsage Netzoptik, das nicht viel Raum für Spekulation lässt. Dazu schreibt die ehemalige ESC-Gewinnerin, Yesterday is getting ready, auf Deutsch gestern beim Fertigmachen. Auf dem Bild ist zu sehen, wie eine Stylistin die sexy Netzcorsage schließt. Wofür macht sich Lena fertig? Das verrät sie nicht. Derzeit befindet sie sich mit ihrem Team in Los Angeles. Es könnte durchaus möglich sein, dass dieses Outfit für ein besonderes Shooting in den Staaten gedacht ist. Lena Meyer-Landrut, User begeistert von Dessos Foto, wieder mal zeigen sich die Follower absolut begeistert. Einer schreibt zum Beispiel, egal, was du kostest, es kommt immer prima an. Ein Fan noch gewagt, aber sehr schön. Andere User folgen Lena seit Jahren und zeigen sich sehr zufrieden mit der Entwicklung der Sängerin. Aus dem Küken ist eine wunderschöne Frau geworden. Man könnte sagen, Lena Meyer-Landrut zeigt sich heiß wie noch nie.
Aber es gibt ja noch die alten oben ohne Jugendsünden, heiße Schnappschüsse, Lena Meyer-Landrut trägt nur ein Handtuch, so heiß geht sie vor die Tür Los Angeles, München. Sie ist zwar auf der anderen Seite der Welt, doch sie weiß, wie sie den deutschen Fans eine Freude machen kann. Da ist sie wieder. Lena Meyer-Landrut meldet sich mit neun heißen Schnappschüssen. Diesmal aus den USA. In ihrem neuesten Post präsentiert sich die Sängerin auf der Terrasse ihrer Villa in Los Angeles, Catching the Early Morning Light, schreibt die 27-Jährige zu dem Bild. Auf Deutsch könnte man den Spruch so übersetzen, das frühe Morgenlicht genießen. Das schöne Morgenlicht ist auf diesem Foto nur ein kleines Detail, das viele Follower eher weniger interessiert. Lena Meyer-Landrut in L.A., Leni am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Auf dem Schnappschuss ist die ehemalige ESC-Gewinnerin in einem sehr intimen Augenblick ihres Alltags zu sehen. Man hat nämlich das Gefühl, sie sei gerade eben aus der Dusche gekommen. Die Brünette posiert fast nackt, das Einzige, was sie trägt, ist ein weißes Badetuch. Auch kleine Wassertropfen sind auf ihrer Haut zu sehen. Es versteht sich von selbst, dass viele User von diesem hinreißenden Anblick mehr als begeistert sind. So schreibt einer zum Beispiel, ein Traum bist du, wie immer, heiß, schreiben gleich mehrere Follower. Ein anderer wird sogar poetisch, Leni am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, aber ihre Fans dürfen sich auf noch mehr Badetuchbilder freuen. In ihrer Story schreibt Lena nämlich noch mehr Sunrise-Bilder bei @HütteHütte. Dabei handelt es sich um das Instagram-Profil von Fotografen Paul Hüttemann, der mit Lena unterwegs ist. Urheberrecht Screenshot it Lena Meyer-Landrut. Auf seinem Profil sind tatsächlich noch mehr Bilder von Lena beim Sonnenaufgang zu sehen. Auch hier können die meisten User ihre Begeisterung kaum zurückhalten. Jedoch gibt es zwei Fragen, die viele Fans stellen und bisher unbeantwortet bleiben. Was macht Lena in den Staaten? Und läuft da etwas mit Paul Hüttemann? Diese Meldungen könnten Sie auch interessieren. Schock im Flixbus, man masturbiert vor junger Frau, die öffnet Jodelab und macht dieses Beweisfoto. Extremfoto von GNTM-Star Lena Gerke, sie zeigt fast alles, Lena Meyer-Landrut reagiert darauf. Helene Fischer, üble Falschmeldung, Fans in Sorge. Daniela Katzenberger oben ohne, jetzt verrät sie, wie viel Geld dafür geflossen ist.